Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Und wie man sieht, wir stehen hier neben dem jungen Snallygaster. Ein Snallygaster. Ja, den haben wir erwischt in der letzten Folge. Viele Augen hat er auf dem Rücken, tatsächlich. Wir haben schon mal darüber gelesen, glaube ich, irgendwo. Jetzt holen wir aber erstmal unser Zeug. Denn er hat uns zuerst erwischt. Aber auch nur, weil es... Naja, okay. Er hat uns eben erwischt. Naja. Alles nehmen. Das wird wohl die Stelle hier sein, die es so ein wenig in sich hat. Ja, da oben sind Supermutanten. Da. Dann ist der Snallygaster auch noch gekommen. Und wer weiß, was wir hier noch alles finden. Aber nicht schlecht. Menschen. So klein. So schwach. Der ist doch ganz in der Nähe, ja. Ah, oh, Weihnachtsbaum. Wir sind eigentlich, wir wollten hier rein, weil wir auf Stimpaks oder ein Rezept für Stimpaks oder so etwas hoffen. Vielleicht haben wir das Rezept für Stimpaks aber auch. Muss kämpfen. Muss kaputt hauen. Und musst du gar nicht. Du kannst auch friedlich sein. Der Supermutant muss kämpfen, muss kaputt hauen. Warum sagst du das? Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Kübelkopf? Wie hast du mich genannt? Jemand da? Genug spielen. Zeit für Sterben. Upsala. Hier du nicht lebend wegkommen. Oder vielleicht doch. Wie hast du das gesagt, als du schon tot warst? Wie hast du das denn geschafft? Ah, Supermutanten, die können sowas. Wir haben unten noch nicht alles durchsucht. Komm, Etage um Etage. So wie wir das gewohnt sind, so wie wir es gerne machen. Blechdosen, ich denke, das ist eine Apotheke hier. Okay, die Raider sind hierher gekommen. Die Raider sind aber auch ganz schön verstrahlt hier irgendwie. Und der Weihnachtsbaum, wie schön. Da hinten die Weihnachtskatze hat da ihren Napf. Ah, und eine Responder-Leiche. Schade. Ja, für ihn. Oder andererseits, er hat es ja überstanden. Vielleicht ist es auch okay für ihn. Oh nein. Die ist aber sauber durchgebrochen, die Haarklammer. Aha. Na also. Doch eine Apotheke. Schmutziges Wasser? Stimpak. Super. Ach, das ist das. Wahrscheinlich haben wir es beim letzten Mal auch eingesammelt, so etwas. Aha, wir schleichen gar nicht. Sicher ist sicher, oder? Hm? 607? Wie? War das nicht gerade schon niedriger als 607? Da haben wir ihn ja doch verschrottet. Den Bohrer. Den wollte ich erst behalten.
Da ist doch jemand in der Nähe. Jetzt ist alles ruhig. Aber ich habe gerade Schritte gehört. Na, verdünnte Stimpaks machen nochmal. Ja, eins wenigstens. Zwei also. So, das reicht. Schmelzen. Gold schmelzen. Schwarzes Titan. Stahl. Stimpak verdünnt. Nee. Das reicht. Ach, Fusionskerne können wir jetzt auch schon herstellen. Ah, das kam noch neu hinzu, meine ich. Ja, gut. Na, oh, haben wir den Schrott verwertet, alles? Dann nochmal, Holz. Da sind es doch nur noch 546, was wir da mit uns rumschleppen. Hat doch was gebracht. Dieses Verwerten. Wir gucken lieber von oben raus. Ich habe da irgendwas gehört. Ach, wie schön. Genau das habe ich gesucht. Aber diesmal ist nichts. Kein Spiegel, kein gar nichts. Ach, hier hängen sie ab. Die Raider-Leiche mit einer Siedlerin. Was haben die da gemacht? Oh. Sieht so aus, als hätte der Raider ein bisschen Spaß haben wollen, aber dann ist der Boden eingekracht. Ein bisschen Spaß haben wollen, nennt man das jetzt? Das ist aber auch nicht richtig gesagt jetzt. Ein bisschen. Ja, wer weiß. Ja, vielleicht wollte sie es ja. Weiß man nicht. Mit einem Raider? Naja. In der Not? Ist doch sonst keiner da. Supermutanten vielleicht noch. So, was haben wir denn hier? Leckeres Maulwurfsrattenhack. Haben wir doch schon. Lampe können wir nicht mitnehmen, na gut. Ah, dann gehen wir eben noch eine Etage höher. Oder machen hier erstmal auf die Tür. Aha. So eine schöne Terrasse. War irgendwie besser, als die Tür zu war, oder? Vorhin. Challenge abgeschlossen. 76 Schlösser haben wir schon geknackt. 40, habe ich das richtig gesehen?
40 Atome. Und was haben wir hier? Bauplan, Single-Action-Revolver, Elfenbeingriff. Den haben wir so oft, den müssen wir unbedingt mal herstellen. Damit muss irgendwas Besonderes noch abgehen. Ja, aber hart, der Stuhl. So hart, dass er gleich versteinert ist. Eine leere Truhe haben sie uns dahingestellt. Das war ein Samstag, als die Bomben fielen. Der 23. Ja. Oh, im Globus sind Schrauben. Ja, jetzt haben wir ein paar Schrauben. Sind in so einem Spielzeugtruck nicht auch Schrauben? Ich glaube, wir gucken erstmal nach. Was? Ach, können wir ja auch schlafen? Nein, das ist ein Kinderbett. Schrott. Also ein Telefon haben wir diesmal bekommen. Das Souvenir-Spielzeugauto. Eine Schraube, zwei Holz, ein Blei. Ach, in so einem Spielzeug-Alien ist auch Blei. Ja, praktisch. Ich glaube, früher war da nur Plastik drin. Die Spielzeugrakete. Aluminium, Plastik und Blei. Der Spielzeugtruck. Stahl, zweimal sogar Schraube und Blei. Schrauben, okay. Ja, so ein TV-Dinner-Tablett hat jetzt auch Gummi. Hatte sonst, glaube ich, auch nur Aluminium. Also sonst, ich meine damit in Fallout 4. Was wollten wir gucken? Nach dem Globus wollten wir noch gucken, was der so kann. Telefon. Ach, Schaltkreise, Kupfer und Fiberglas. Naja. Was sagt dich, Globus? Globus. Ah, Schrauben. Ja doch, zwei Stück. Oh, Globusse sind gut. Globen sind gut. Ja, dann gehen wir aber nochmal nach unten und verwerten das alles, oder? Sollen wir hier oben raus? Nee, ja, ich bin für unten verwerten. Labortisch und nochmal alles auseinandernehmen. Sonst sind wir ja gleich wieder überladen. Das ist zu hoch. Da springe ich nicht runter. Lieber nicht. Wir können ja noch mal durch den Tunnel gehen. Nachher. Durch den Big Bend Tunnel. Wahrscheinlich müssen wir da sogar durch. So, weg mit dem Schrott. Wahrscheinlich haben wir irgendwann, also Aluminium haben wir schon mal genug. Wahrscheinlich haben wir irgendwann mal genug Schrauben und dann fehlt uns irgendwas anderes. Oh nein! Fünf Schrauben, somit haben wir doch... Ach, können wir was vielleicht einschmelzen? Ich glaube, wir haben jetzt schon 20 Schrauben oder so. Wir brauchen nur noch 20. Dann können wir zurück. Oh, wenn wir aufgestiegen sind, einmal gleich, dann werden wir uns aber sofort hier den Wiederverwerter nehmen, wenn es den gibt überhaupt. Oben geht es raus. Ach, wir wollten da mal gucken, oder? Da, den Pfeilen wollten wir mal folgen. Ah,
Das ist unser. Ja, wo führen sie uns denn hin? Ich sehe gar keine Pfeile mehr. Haben sie die wieder weggenommen? Pfeile. Ach, da ist noch so ein Ding. Oh, bringt das denn was? Ich glaube, nein. Zu groß der Aufwand für so wenig Punkte, oder? Haben wir dafür besonders viele bekommen? Ich glaube, nein. Für Supermutanten gibt's gut Punkte, meine ich. Irgendwie hatte ich da gar nicht mit gerechnet, dass der so wenig Punkte gibt. Ich dachte, der wäre so richtig heftig. Wow. Capital Building in Charleston. 23 Punkte. Da sind die Pfeile wieder. War doch gut. Wow, natürlich. Nix wie weg. Schnell weg hier. Okay, zu spät. Wir haben uns entdeckt. Wow, die springen nicht darüber. Glaube ich nicht. Das war aber fies. Aua. Ich hab dich getroffen, aber du ruckelst ja wieder rum hier. Schatten! Die auch noch. Waren das deine Ghoul-Freunde? Wer schießt? Einer schießt. Nee, das sind nicht Ghoul-Freunde. Moment, nachladen. So viele waren da auf einmal. Jetzt können wir aber erstmal was essen und trinken. Ach was, haben wir nichts mehr zu essen? Ah, Salisbury Steak, ja. Okay, satt. Satt sind wir schon. Ach, eigentlich jetzt mit dieser Waffe hätten wir das auch schaffen können gegen die Ghule. Ich glaube, sogar mit der Machete hätte das diesmal klappen können. Aber das waren doch bestimmt wieder 10 Stück oder so. Oh. Ja, die Maulwurfsratte war schneller und hat sich die weggeholt hier. Ja, da war das mit den Pfeilen wohl irgendwie ein Reinfall. Bitte nicht den Pfeilen folgen. Blutblatt nehmen wir aber mit. Ha. Warum hat denn Charleston so ein Eingangsbild mit so einem totenköpfigen Berg? Echt? Haben die das? Wisst ihr was? Wir sind am Ende der Folge. Und wir machen noch ein Bild. Bild, Bild. Ein Bild von dem Schild. So, vielleicht.
auch noch mal rollen ein wenig. Ach so. Ach, rund finde ich eigentlich nicht schlecht. Ah, nee. Wow, der wollte mit aufs Bild. Ich wollte doch gar nicht. Ich wollte nicht. Lass mich. Ach so. Na, kommt uns da jemand zu Hilfe? Versuchen wir das doch mal. Obwohl, das ist ziemlich fies hier gegen so einen komischen... Was ist das eigentlich? Na, so eine mythische Gestalt irgendwie. Nein, das war's. Wir sind tot. Kam niemand. Ja gut, dann gucken wir weiter in der nächsten Folge. Der ist aber genau ins Bild gesprungen, oder? Na, so fast. Es wäre gut, wenn der noch drauf gewesen wäre auf dem Bild. Ja, lieben Dank für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.